Guten Abend. Was ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte, ist ein Teil der Ergebnisse meiner Arbeit im Rahmen des laufenden ERC-Projektes Challenging Times: A New Approach to Written Sources for Ancient Egyptian Chronology, welches Roman Gundakar leitet. In dem Projekt untersuche ich die schriftlichen Quellen der drittlichen Zeit in ihrem Kontext, um alle philologischen und lexikalischen Details festzustellen, die eine genauere Vorstellung der Chronologie dieser komplexen Periode ermöglichen könnten. Im Laufe meiner Arbeit habe ich einige faszinierende Aspekte der altägyptischen Gesellschaft bemerkt. Dieser Vortrag soll die Familienbeziehungen durch den Filter einer philologischen Ansicht aufzeigen. Eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man sich für den Wortschatz der Verwandtschaftsbeziehung interessiert, sind seine Ungenauigkeit und seine Farblosigkeit. Es gibt insgesamt sechs Wörter, Id, Mut, Sasat, Sensenet, die die Verwandtschaftsbeziehung beschreiben. Um eine weitere Beziehung zu erklären, wurden Periphrasen verwendet, zum Beispiel Senen Mut, wörtlich der Bruder der Mutter, das heißt der Onkel. Allerdings entsteht dieser Eindruck der Ungenauigkeit hauptsächlich durch unsere moderne westliche Vorstellung der Familienbeziehung, da dieses ägyptische Konzept nicht immer mit unserem vergleichbar ist. Diese Lexeme sind Oberbegriffe, die oft die genaue Natur der Verwandtschaftsbeziehung zu definieren nicht erlauben, auch weil sie diese Funktion nicht haben. Das Wort Mut, Mutter, kann also auch Großmutter bedeuten. Wie unter anderem Martin Pfitzenreiter es gezeigt hat, ist die Bedeutung des altägyptischen Konzeptes von Mut eigentlich die Gebärerin. Id, Vater, laut Jan Assmann beschreibt nicht unbedingt eine biologische Abstammung, sondern eine soziale Beziehung. Das heißt, Id könnte man als Erzeuger verstehen. Sen, Bruder, kann gleichzeitig Neffe, Cousin oder sogar je nach Kontext Verbündeter bedeuten. Es beschreibt jemanden, der grob gleichartig ist. Sa ist der Sohn, aber hat nicht unbedingt eine biologische Bedeutung, sondern kann auch eine enge Beziehung zwischen einem älteren Mann und einem jüngeren wie Meister-Lehrling schildern. Es ist auch der Nachwuchs. Martin Pfitzenreiter spricht für den gesamten Wortschatz der Familie von Rollenbezeichnung, das heißt Termini, die die Position eines Menschen in einem sozialen System definieren. Wie und in welchem Kontext erklären also die Ägypter ihre genealogische Identität außerhalb der Ikonographie? Damit meine ich die Darstellungen mit Beischriften, die sich ab dem Alten Reich in Gräbern oder später auf Stelen und Statuen befinden, die der Besitzer mit seiner Entourage darstellt. Im alten Ägypten ist die Filiation meistens kognatisch, das heißt, es wurde keine der Familienlinien grundsätzlich bevorzugt. Schematisch allerdings merkt man im Alltags- und Verwaltungskontext eine Vorliebe für die väterliche Abstammung, während eine mütterliche Filiation in dem funerären Kontext öfter belegt ist. Das bedeutet, es gebe eine Unterscheidung zwischen sozialer, Vater und biologischer, Mutter, Filiation, ohne dass die beiden sich widersprechen oder sich entgegenstehen. Sie sind oft sogar ergänzend. Der älteste Ausdruck, der auch am längsten im Gebrauch bleibt, ist PN1 Sasat PN2 PN1 Sohn Tochter von PN2. Meistens ist PN2 der Vater, kann aber auch manchmal die Mutter sein, vor allem wenn es sich um eine weibliche Filiation handelt. Dieser Ausdruck kennt verschiedene Varianten. Im Alten Reich und am Anfang des Mittleren Reiches ist die Reihenfolge gegenläufig. PN2, das heißt der Name des Vaters, Saf PN1, sein Sohns PN1. In einer weiteren Entwicklung bis zum Neuen Reich, PN2, Sa PN1, Name des Vaters, der Sohn PN1. Der Ausdruck erfährt seine letzte Entwicklung zu PN1, Sa PN2, die die Standardformulierung für die weiteren Epochen bleiben wird. Dieser Ausdruck hat den Zweck, eine Person, der Sohn oder die Tochter, jemand Jüngeres, im Verhältnis zu einer anderen Person, sein ihr Vater, jemand Älteres, unabhängig von einem biologischen Aspekt vorzustellen oder sozial zu positionieren.
Deshalb könnte ein Mann einen indirekten Nachkommen wie einen Neffen als Zar beschreiben, ohne eine voreinander abweichende Formulierung als für einen biologischen Sohn zu benutzen. Der Ausdruck hat hauptsächlich die Funktion, die administrative Identität der Person, ihre soziale Zugehörigkeit zu einer genauen Gemeinschaft zu definieren. Deswegen bleibt dieser Ausdruck im Gebrauch bis zum Ende der altägyptischen Zivilisation. Wenn die Mutter schon regelmäßig in Verbindung mit dem Inhaber eines Grabes im Alten Reich dargestellt ist und mit einer Beischrift als solche identifiziert ist, scheint die Matrifiliation in Texten systematisch ab dem Mittleren Reich belegt zu sein. Wenn die Mutter schon regelmäßig in Verbindung mit dem Inhaber eines Grabes im Alten Reich dargestellt ist und mit einer Beischrift als solche identifiziert ist, scheint die Matrifiliation in Texten systematisch ab dem Mittleren Reich belegt zu sein. Sie ist grundsätzlich mittels zweier Ausdrücke formuliert, Iri-en plus Name der Mutter und Messi-en plus Name der Mutter belegt. Bei diesem zweiten Verb kennt man kaum Beispiele mit dem Namen des Vaters, was deutlich zeigt, dass dieses Verb gebären in einem physiologischen Sinn bedeutet, auch wenn die Bedeutung des Verbes schwindet, um einfach erzeugen zu bedeuten. Dieser Ausdruck stellt also deutlich eine biologische Filiation dar. Mit Iri, machen, handeln, ist die Sache nicht so klar. Primär ist das Verb in diesem Ausdruck im Mittleren Reich verbreitet, um die Matrifiliation auszudrücken. Allerdings ist es während des Neuen Reiches fast nur für den Ausdruck der Patrifiliation belegt. Man könnte eventuell vorsichtig zu dem Verb eine Nuance ähnlich wie in dem Ausdruck zum König zu machen geben, aber es bleibt sehr fraglich, besonders weil es keine Belegstellen gibt, die in denen die Präposition m als zu diesem Ausdruck assoziiert ist. Es sei jedoch angemerkt, dass die 12. Maxime von Tahotep hinweist, wenn du ein trefflicher Mann bist, dann solltest du einen Sohn erzeugen, Iri, der den Gott in eine gute Stimmung bringt. Das Beispiel zeigt, dass mit Iri auch die Nuance der Erziehung des Sohnes gemeint ist. Der Prolog dieses Textes erklärt die verschiedenen Aufgaben eines idealen Sohnes. Im Zusammenhang mit Tahotep schlage ich vor, dass Iri motiviert ist, um den Filiationsangaben eine zusätzliche Dimension außerhalb der biologischen Bedeutung zu geben. Die Nuance zwischen den beiden Verben ist auf jeden Fall dünn, da manchmal Texte die beiden Ausdrücke für dieselbe Person benutzen. Die Verwendung eines Filiationsausdrucks hat verschiedene Gründe, je nach Kontext und Textträger. In einer Gesellschaft ohne Nachnamen hat diese natürlich eine Identifikationsfunktion. Ich möchte in dem Fall von einer administrativen Funktion sprechen. Man findet sie in den Texten des Alltages wie Briefe oder besonders im Neuen Reich in allen möglichen Verwaltungs- und juridischen Texten. Dieser Ausdruck ist meistens patrilinear und speichert nur zwei Generationen. In zweiter Linie hat die Filiationsangabe die Funktion, eine Person mit einer sozialen Gruppe zu identifizieren. Deswegen wurde für eine ziemlich lange Periode nicht nur auf die direkte Verwandtschaft hingewiesen, sondern auch auf die erweiterte Familie sowie die direkten Kollegen. Martin Fitzenreiter beschreibt diese Konstellation mit dem Begriff Klientelverhältnis. Lange und erweiterte Genealogien über mehrere Generationen sind vor dem Ende der 2. Jahrtausend vor Christus schon belegt, aber sie bleiben eine Randerscheinung. Sie erscheinen außerhalb der königlichen Umgebung in der Provinz in Perioden der politischen Instabilität, um eine Gemeinschaft darzustellen. Mit der Zeit werden die Abstammungen immer mehr ausschließlich und auf die Kernfamilie konzentriert. Ab dem Neuen Reich sind die Mitglieder der Großfamilien, Geschwister, Onkel etc. kaum noch erwähnt oder dargestellt, während die direkte Ahne, Mutter und Vater, manchmal die direkten Nachkommen, Sohn und Tochter und oft die Ehepartner identifiziert sind. Die Rolle der Filiation scheint eine Entwicklung zu erfahren und eine weitere Rolle einzunehmen. Sie bildet die persönliche Identität eines Menschen und nicht unbedingt seine Zugehörigkeit zu einer breiteren Gemeinde.
Die Filiation erzählt die intime und persönliche Identität der Person. Diese Tendenz zu Ausschließlichkeit ist mit einer tieferen Erkenntnis der direkten Abstammung verbunden. Das führt dazu, dass die komplexe Familienkonstellation der älteren Perioden durch eine einfache Linie von Ahnen, eine lineare Abstammung, ersetzt wurden. Die Verwendung einer Filiationsangabe dient auch der Rechtfertigung eines Amtes, was in der dritten Zwischenzeit mit der Entwicklung der langen Genealogien sehr deutlich ist. Man sucht damit eine Anknüpfung an eine renommierten Ahnen und rechtfertigt damit öfter seine religiöse Funktion. Heute möchte ich den Fokus auf die funeräre Literatur der Liebücher Zeit richten, das heißt die Periode, die die 21. bis 24. Dynastie abdeckt. Wo erscheinen die Filiationsausdrücke? Für die 21. Dynastie konzentrieren sich die schriftlichen Quellen hauptsächlich auf Theben. Die Tempel von Karnak weisen mehrere Inschriften der höchsten Eliten auf, vor allem Opfergabe der Hohepriester und seiner Familie und die Orakel, während die Kaschetten und andere Nekropolen, zum Beispiel des Ramesseums, ein großartiges und umfangreiches Material für die Untersuchung der Filiation enthalten. Es handelt sich unter anderem um funeräre Papyri, Totenbuch, Amduat, mythologische Papyri, Särge und Sarkophage, Ushati und Totenstele. Ab der 22. Dynastie diversifiziert sich die Dokumentation mit der Entwicklung der Tempelstatuen, Schenkungsstelen und so weiter. Im Gegensatz zu den früheren Perioden gibt es für die 21. Dynastie keine Inschrift, die man als autobiografisch beschreiben kann. Das liegt daran, dass die üblichen Textträger, Grabwände, Grabstelen, Statuen etc., die vorher solche Texte beinhalten, für diese Periode so gut wie inexistent sind. Die genealogischen Informationen verschwinden allerdings nicht, aber befinden sich auf anderen Medien, insbesondere auf den funerären Papyri. Im Rahmen dieses Vortrages werde ich nun von den Totenbüchern sprechen, da dieses Korpus in Bezug auf die Filiationsausdrücke eine besondere Entwicklung erfährt. Im Neuen Reich ist die Filiation, wenn anwesend, Stereotyp. Auf die Mutter wird mit der Formulierung Messiane plus Name der Mutter hingewiesen, während der Vater, der nur sehr selten vorkommt, meistens mit dem Ausdruck Irienne plus Name des Vaters identifiziert ist. Der Ausdruck PN1, PN2 ist extrem selten belegt. Die Filiation ist hauptsächlich matrilinear und selten kognatisch. Es gibt in dem gesamten Korpus nur ein einziges Beispiel von einem Papyrus, der nur auf die väterliche Filiation hinweist. Schon Karl Janssen-Winkel beobachtete, dass es einen Unterschied zwischen der funerären und nicht-funerären Literatur gibt, da die zweite Kategorie die patrilineare Filiation bevorzugt. Die Totenbücher des Neuen Reiches lassen sich fast ausschließlich Männer zuweisen. Diese erwähnen sehr oft ihre Frau, die entweder an ihrer Seite dargestellt oder mit der Ausdrücken Senetef Mehetef, seine Gefährtin, seine Geliebte, seltener Hemetef, seine Frau, identifiziert ist. Die Frauen tragen keinen Titel, sind aber oft, nicht systematisch, als Nebetper Hausherrin beschrieben. Der ältere Sohn und manchmal einige seiner Geschwister sind ab und zu in Verbindung mit dem Totenkult als Hauptpriester dargestellt und als Sohn identifiziert. Das bedeutet, dass das Totenbuch des Neuen Reiches wohl noch sehr auf die Kernfamilie konzentriert ist. Die Familie erscheint allerdings in den Sprüchen, die in Verbindung mit dem Totenkult stehen. Die 21. Dynastie führt eine radikale Umstellung herbei, auch wenn diese Umstellung keine abrupte Änderung bedeutet. Wie wir sehen werden, sind die Totenbücher vom Anfang der 21. Dynastie noch sehr nah an der Tradition des Neuen Reiches, auch wenn sie schon interessante Neuerungen zeigen. Die erste von diesen Umstellungen liegt bei der Verteilung des Geschlechtes. Die Eigentümer dieser Manuskripte sind nun fast zur Hälfte Frauen. Das Verhältnis der Totenbücher mit Filiation ist ungefähr das gleiche wie im Neuen Reich.
Die Proportion ist möglicherweise durch die Position der genealogischen Information auf den Papyri der 21. Dynastie beeinflusst. Sie befinden sich tatsächlich auf der sogenannten Etikette, das heißt der Einführungsvignette, die sich auf der ersten Seite des Manuskriptes befindet und die oft leider zerstört ist. Ein großer Teil der Papyri ist kürzer und nicht selten auf hieratisch geschrieben. Wir nennen diese toten Bücher Abrégés. Sie enthalten nur eine Auswahl von Sprüchen, die oft auch abgekürzt sind. Da Frauen auch ein Totenbuch besitzen, ist die Ehefrau in männlichen Totenbüchern kaum erwähnt, auch wenn es bei den weiblichen Totenbüchern einige Ausnahmen am Anfang der 21. Dynastie gibt. Und was mich am meisten neugierig gemacht hat, die Filiationsausdrücke sind zahlreich und scheinen vordergründig keine Logik zu folgen. Was diese Ausdrücke betrifft, lässt sich sagen, erstens, wie im Neuen Reich gibt es selten den Hinweis auf beide Eltern. Zweitens, der Vater ist im Vergleich mit den Totenbüchern des Neuen Reiches öfter belegt. Drittens, Väter sind oft mit einem oder zwei Titeln identifiziert. Viertens, wenn erwähnt, tragen die Mütter selten einen Titel oder eine Beschreibung. Und schließlich, die Filiation geht auf zwei Generationen zurück, auch in der 22. Dynastie, wenn die Filiationsausdrücke in dem Totenbuch eine Ausnahme bilden. Hauptsächlich ist die väterliche Filiation mit dem Ausdruck PN1 SAPN2 für die Männer gebraucht. Man beobachtet eine Steigerung in der Standardisierung der Filiationsausdrücke. Wenn sie noch am Anfang der 21. Dynastie sehr unterschiedlich sind, werden sie am Ende der 21. Dynastie und während der gesamten 22. Dynastie nur mit diesem Ausdruck geäußert, aber immer seltener. Mütter eines Mannes sind selten erwähnt und wenn, hauptsächlich mit dem Ausdruck Messien plus Name der Mutter ohne Titel oder mit dem Nominalsatz Mut F, Name der Mutter, deren Mutter ist, Name der Mutter. Bei der Frauen ist der vermehrte Gebrauch der Ausdrücke noch deutlicher. Sie identifizieren ihre Väter mit dem Ausdruck PN1 Sat PN2. Seltener ist PN2 die Mutter, auch wenn man eine Vermehrung dieses Ausdruckes am Ende der 21. Dynastie bemerkt. In drei Fällen gehören diese Frauen der Familie der Hohepriester von Amun am Anfang der 21. Dynastie an. Wie bei den Männern wird das Zurückgreifen auf die Filiationsausdrücke in den Totenbüchern im Lauf der 21. Dynastie seltener. Sie werden auf andere Textträger übertragen, was die Frauen betrifft, zum Beispiel auf Sarkophage. Während Iri-En kaum noch im Totenbuch in Gebrauch ist, erwähnen die Frauen zusätzlich ihre Genealogie mit dem Verb Messien, gefolgt von dem Namen ihrer Mütter. Dieser Ausdruck ist am Anfang der 21. Dynastie belegt und betrifft Frauen der höchsten Elite. Sie geben eine Vorstellung ihres sozialen Status durch ihre Titel und ihre persönliche Identität ist durch ihre mütterliche Linie ausgedrückt. Die Mütter sind titellos, auch wenn sie wichtige religiöse Funktionen haben. Was zeigt, dass die Frauen hier in keiner Weise durch die Erwähnung ihrer mütterlichen Filiation eine Art soziale Legitimierung suchten, auch wenn sie ihre Titel und Ämter vor ihren Müttern erben. Am Anfang der 21. Dynastie ist diese Beobachtung noch deutlicher möglich, da viele Frauen der Hohepriesterfamilie einen königlichen Titel Satnesut erwähnen, ohne den Namen des Königs zu geben. Einige Beispiele zeigen auch zwei Namen in Apposition, das heißt PN1, PN2. Diese Konstruktion ist schon vorher belegt und ist als direkter Genitiv zu analysieren. Ab dem Ende der 21. Dynastie ist der Nominalsatz Mut F, Mut S, PN2, dessen deren Mutter ist, für die Filiation öfter benutzt. ITF, ITS ist nie belegt. Dieser Ausdruck ist zwar nicht neu, wurde aber im Neuen Reich sowie im ersten Teil der 21. Dynastie nie gebraucht. Er wird allgemein in der 22. und 25. Dynastie auf den Tempelstatuen neben Messien bzw. Iri-En eingeführt.
Der letzte Ausdruck, den ich in diesem Korpus gefunden habe, ist wahrscheinlich der erstaunlichste. Auf zwei Papyri ist die Filiation mit Parascheri NPN2 vermittelt, und zwar um den Vater und die Mutter zu identifizieren. Dieses Wort ist schon seit den Pyramidentexten belegt. Es hat ursprünglich die Bedeutung klein, niedrig. Ab der Amarna-Zeit nimmt es die Bedeutung Sohn bzw. Tochter an, meistens in der Alltagsdokumentation wie Briefe in der 20. Dynastie. In diesem Kontext ist das Lexem gebraucht, um eine Person zu beschreiben, aber die administrative Identität ist noch immer mit PN1, HPN2 erwähnt. Särge und Stele der 21. Dynastie kennen dieses Wort nicht. In der 21. Dynastie erscheint das Wort in verschiedenen anderen Kontexten, unter anderem beim Orakeln, auf Papyri sowie auf Tempelwänden. Hier ist es in dem Text Gebrauch, um eine Person zu beschreiben. Sie ist die Tochter von X, wenn der Priester spricht. Wenn allerdings in dem offiziellen Teil die Person identifiziert sein muss, dann wird sie mit ihrem Namen Sa'en und Name des Vaters genannt. Das heißt, genau wie in den Alltagstexten, obwohl die Orakeltexte deutlich eine religiöse Bedeutung aufweisen. Vielleicht sollte man es als stilistischen Effekt beurteilen. In dem Fall der beiden Totenbücher gehören die beiden Papyri ihren Titel nach Männern der unteren Elitschicht. Ob die Papyri aus demselben Werkstatt kommen, ist unmöglich zu entscheiden. Sie gehören einfach den sogenannten Abrégé des Totenbuches an. Die beiden Männer haben sich ein personalisiertes Totenbuch geleistet. Ob das die Arbeit eines unachtsamen Schreibers ist, der Fehler gemacht hat oder eine bewusste Absicht beweist, einen modernen Wortschatz zu benutzen, ist mit nur zwei Belegstellen unmöglich zu klären. Andere Objekte wie Stelen und Särge zeigen auch ab und zu lexikografischen Einfluss moderneren Sprachstufen, aber diese bleibt sehr marginal. Es bleibt jetzt die Frage der Begründung dieses vermehrten Gebrauchs der Filiationsausdrücke in der funerären Literatur der 21. Dynastie zu klären. Es handelt sich um eine Periode der Innovation, unter anderem in Bezug auf das Totenbuch. Die Gründe dafür sind hauptsächlich theologisch und wurden sicherlich durch verschiedene soziale und ökonomische Faktoren beeinflusst. Die anscheinende Diversifikation der Filiationsausdrücke in der funerären Literatur ist also mit konzeptuellen Änderungen, welche die Identität der Verstorbenen erfährt, verknüpft. Der Verstorbene festigt dort seine Individualität. Zuerst beobachtet man das gleichzeitige Auftreten des Gebrauches von Totenbüchern, die sich an der Tradition des Neuen Reiches anlehnen, mit Totenbuchbesitzern, die ihre uterine Filiation beweisen. Zudem entsteht eine neue Bewegung, welche die väterliche Abstammung vorsetzt, besonders bei den Mitgliedern der thebanischen herrschenden Familie. Die väterliche Filiation, angegeben durch den Ausdruck Iri'en, nämlich dass der Vater seinen Nachkommen biologisch und vor allem auf einer sozialen Ebene erzeugt hat, wird durch die administrative Filiation ersetzt, welche die soziale Identität feststellt. Im Laufe der Zeit verschwinden diese Ausdrücke, da das Totenbuch ein Objekt geworden ist, welches für den persönlichen Gebrauch des Verstorbenen vorgesehen war. Es gibt zwei Tendenzen, die beide deutlich Spuren von Individualisierung zeigen. Die eine folgt grundsätzlich der Tradition des Neuen Reiches mit einigen Neuerungen, diese gehören vor allem der herrschenden Familie, während die zweite eine ganz andere Tradition gründet, die der Abrégé. Von den zahlreichen Vignetten des Neuen Reiches bleibt nur eine Etikette am Anfang, die den bittenden Verstorbenen vor eine Gottheit darstellt. Die Auswahl der Sprüche spiegelt auch diese Individualisierung wider. Sie gehören nicht mehr zu den enzyklopädischen Teilen des Totenbuches, geografische Unterweltbücher, Sprüche gegen Dämonen und so weiter, sondern sind mit den individuellen Bedürfnissen der Person verbunden. Die persönliche Frömmigkeit sowie der Schutz der Integrität des Körpers spielen eine wichtige Rolle. Diese Sorge steht eng mit der persönlichen Identität in Verbindung. Die soziale Identität in der funerären Welt scheint eine immer kleinere Rolle zu spielen. Das Individuum wird gegenüber der Gruppe bevorzugt. Seine Identität ist durch seine Taten und seine Religiosität bewiesen.
Das wird auch bei den Titeln sehr klar. Die religiösen Titel, vor allem in Verbindung mit der thebanischen Familie, sind vorgezogen, auch wenn sie nicht klassifizierend sind, das heißt, sie spiegeln nicht deutlich die Anknüpfung an eine bestimmte Schicht der Gesellschaft wider, während die zivilen Titel abwesend sind. Diese hätten die tatsächliche soziale Identität des Papyrusbesitzers erklärt. Die Familie ist auch abwesend, vor allem in den untersten Schichten der Elite. Im Gegenteil, die Tempelstatuen sind das ideale Medium, um die soziale Identität einer Person zu beweisen. Durch dieses Objekt rechtfertigt sein Besitzer sein Recht auf einen Kult. In diesem Fall muss er nicht allein seine Leistung beweisen, sondern auch sein Recht auf ein Amt, wofür seine administrative Identität relevant ist. Seine Filiation über mehrere Generationen legitimiert sein Recht auf eine Amtsfunktion und dadurch auf einen Kult, der in dem Inneren des Tempels stattfinden sollte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Libycher Periode das Totenbuch die persönliche Identität des Verstorbenen enthält, während die soziale Identität auf anderen Textträger wiedergeben wird. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.